So, ich war mal wieder in der Diktarhöhle und ja, wir haben einen Diktri gefunden. Wahnsinn. Mit diesem Diktri werden wir sicherlich noch Vorteile haben im Elektro-Gegner-Bezug und so. Ich habe schon richtig gekämpft. Okay, ich rede. Major Bob hat hier irgendwo Schalter versteckt. Ja, das wissen wir schon. Ich will erstmal gegen den alten Mann hier noch kämpfen. Hallo, alter Mann. Major Bob war mein Ausbilder. Du bist älter wie Major Bob. Schau mal den alten Mann an. Wenn er denn Ausbilder war. Okay, nee. Ja, klar. So, komm mit deinem Pikachu. Los, so. Sollte jetzt kein Ding sein. Geowurf? Ja, ist ja echt egal. Mach Geowurf. Und? Ja, ja, doch, ist in Ordnung. Das war nicht so wenig. Aber egal, egal. Wie gesagt, wir werden eh alles auf Diktri setzen. Gegen Major Bob. Ich denke auch, dass wir Diktri... Ach ja, jetzt ist er paralysiert, ey. Echt, das ist doch, das Spiel ist eh schon vorbei, der Kampf. Wieso musstest du dich jetzt unbedingt paralysieren lassen? Stopp! Halt, stopp! Du bist zu gut. Ja. Ja, ja. Ist bei Major Bob gelernt. Ne? Jetzt müssen wir die Schalter suchen. Ist hier der Schalter? Nein, hier. Schalter. Schalter. Das kann jetzt einen Moment dauern, Leute. Nein, nein, nicht doppelt schauen. Schalter. Schalter. Och, Leute. Das passiert mir aber auch immer, als ich das immer bei der alten Edition gespielt habe. Es ist immer da, wo man zuletzt sucht. Hallo? Sollte euch hier hinten hin, weil ich würde ja da als letztes hingehen auf der Reihe? Ja, klar. Ah, da ist er ja. Wahnsinn, ich glaub's nicht. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste, das wurde entriegelt. So, und jetzt steht die Chance bei 33,333 Periode, dass wir den nächsten Schalter finden, sofern es nur diese drei hier sind. Ich nehme mal den oberen. Ach, scheiße. Nein. Willst du mal wieder suchen? Ja, kein Scheiß. Das ist das Problem, also... Die haben das schon mit dem Gemein gemacht. Also man hat hier den Schalter und der nächste Schalter, also der zweite Schalter, sind immer neben dem ersten Schalter. Ah, da ist der erste. Sind immer. Was? Nein, nein. Was? Zum Teufel. Ich habe mich verdrückt, verdammt. Nein. Gut, okay. Okay, das erste wurde entriegelt. Wir nehmen jetzt einfach hier. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Yay. Party. Auf zu Major Bob. Da, schau mal, der ist doch deutlich jünger wie der alte Mann da unten. Ey, Wahnsinn. Hey, Giddy, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Pokémon-Feldzüge. Was war das? Der große Pokémon-Krieg oder was? Naja. So, Volto Ball. Ach ja. Komm auch nur Mega-Kick hier. Naja. Ich denke mal, Zorn wird sterben. Nee, gegen den, aber gegen den nächsten. Das nächste war gleich ein Pikachu und das letzte ein Raichu, in dem wir kämpfen dürfen. Das sollte nicht das große Ding sein. Wie gesagt, wir haben noch Diktri und Level 31. Sollte es also auf jeden Fall packen. Also da sehe ich jetzt kein großes Problem. So, ja, machen wir wieder Mega Kick. Pikachu hat er nicht. Und ein Doppelkick, das wird uns verwirren. Hat er nicht die größte Verteidigung? Pikachu ist jetzt nicht wirklich stark. Und Verteidigungswert zumindest, ja. Wir haben zu viel, glaube ich, trainiert, ey. Wir sind ja schon überstark momentan. Wird sich aber spätestens... Nein, ich will nicht das Pokémon erzählen. Solange Zorn lebt, darf Zorn kämpfen. Wird sich zu Top 4 ändern, werden wir nicht mehr so überstark sein. Das ist ja auch nur Level 24, sehr langweilig. Denn wenn wir jetzt dann... Boah, ich komme schon wieder voll aus Konzept. Also bei der Top 4 wird es wahrscheinlich wieder sehr knapp werden. So, Zorn ist tot.
Dictry! Ich finde, das ist ein tolles Pokémon. Ich mag das eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch eins finde. So, jetzt vertrauen wir uns erstmal. Man kann Raichu uns eigentlich nicht treffen, außer setzt jetzt zu viel Sternenshow oder Erdbeben ein. Was ich aber bezweifle. Ja. Woher sind das Doppelteam? Also, ich weiß nicht. Bringt halt gar nichts im Moment. Was? Oh. Es sei denn, der Fluchtwert bringt so, als ob das mal nicht getroffen wird. Mach Lebensstelle. Sollte sehr effektiv sein. Zieht aber nur die Hälfte, aber so Raichu schon von der Verteidigung stärker wie Pikachu auf jeden Fall. Ja gut, Lebensstelle ist auch nur, ich glaube, Stärke 20. Also auch nicht eine sehr starke Attacke. Naja. Jetzt geh, komm. Jetzt hier mach hier und dann haben wir das auch schon. Na, na komm. Ringsum. Sehr schön. Ja, ein spannender Kampf, würde ich sagen. War sehr, sehr knapp. Auf jeden Fall, also. Naja, Major Bob ist jetzt das Schwächste, würde ich sagen. Oder der Einfachste. Wobei, Rocco haben wir natürlich auch sehr gut mit Shigi weggeklatscht. Der Donner... Warte, wie habe ich den genannt? Wie habe ich den gesprochen? Der Donnerorden erhält die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM-34 ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können in dieser Attacke erlernen. Sehr schön. Toll, Sachen, die wir nicht wissen wollten. Ja, ich habe seine Stimme jetzt wieder anders gesagt, als ich sie vorhin machte. Egal. Egal, Leute. Aber wir können Blitz einsetzen. Blitz werden wir brauchen. Das müsste ich mal, jetzt überlege ich gerade. Habe ich denn eigentlich schon das Fahrrad geholt? Ne, ich habe nicht den Kupon. Das tun wir jetzt eh noch nachher, aber wir müssen jetzt nach oben. Also wir den ganzen Weg zurück zu... Wer haben wir jetzt nie? Ach verdammt, den haben wir übersehen, Koffer, denn... Als wir hingelaufen sind? Egal. Ach, dann hauen wir den auch noch weg. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gleich aufgenommen habe. Ich denke mal, wir nehmen so lange auf, bis wir bei der Höhle sind. Ihr wisst schon, welche Höhle ich meine, oder? Kommen hier eh noch ein paar Gegner dazwischen. Los, chill auf. Blubber, Akkuknabe, Blubber reicht. Oder? Ich weiß gar nicht. Käfer? Doch. Nein! Oh. Komm, sei vergiftet, sei vergiftet! Ah, langweilig. Okay, jetzt können wir vorspulen. Ist jetzt nicht so toll besonders. Jetzt Level 27, nochmal ein Raupi. Nein. Okay, das ist aber kein Raupi, sondern ein Hornio, egal. Das ist alles das gleiche. Und dann haben wir Ornio. Uiuiui. Warum schneller? Wie viel ich da wohl, also wie schnell ich da wohl, also um wie viel ich hier vorspül, wenn ich spul, wenn ich hier immer drück, ich weiß gar nicht. Zehnfache? Kann das sein? Da-dum-da-dum. Schöne Musik. Genießt die Musik, Leute. Oh, ich bin zu blöd, um eine Treppe lauf... Ja, eine Treppe rauf zu gehen. Zu blöd, zum Sprechen bin ich auch noch. Oh Mann, ey. So. Ich sollte lieber nicht mitsitten. Ach, das ist eine Sackgasse. Was steht denn da drauf? Tipps für Trainer. Jetzt bin ich gespannt. Einem Pokémon kann ein Item zum Alten gegeben werden. Manche Items können sogar vom Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Wunderbar. So, Dictry, mach kaputt! So, dann gehen wir erstmal ins Pokémon... Naja, schauen wir uns das Rad. Dann ins Pokémon Center und dann auch zur großen Höhle. Ach, das ist ein Radkörper. Okay, es gehört dir. So. Jetzt können wir, wenn ich... beim Beutel... auf Fahrrad gehe... Nee, nee, ich wüsste doch. Wie stelle ich das auf die Basis-Items? Ah, da, Select.
So, warum habe ich es auf Select getan? Damit ich jetzt immer schön auf... Hallo? Ja, damit ich jetzt immer schön das Fahrrad nehmen kann. Okay, das ist jetzt nicht so übertrieben schnell. Naja. Würde dann schon einige Wege verkürzen, denke ich. Schneller, gnädige Frau, wir haben nicht so viel Zeit. Wie hieß sie nochmal, Schwester? Boah, keine Ahnung. Yay. Die Musik ist übrigens sehr, sehr cool mit dem Rad. Also ich finde die wirklich sehr geil. Hier. Wenn die nicht immer nur aufhören würde, wenn man da irgendwas zerschneidet, ein Haus oder sonstiges tut. Ja, dann muss ich gerne zu gleich wieder, weil wir jetzt in einem Kampf verwickelt werden. Kampf. Du, da ist Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. So, Pfadfinderin. Ach ne, Picknickerin. Miralpla. Pflanzen, Pokémon. Ja, nicht schlecht, warum nicht? Kratzer. Ja, doch. Können wir aber auch wieder vorspulen, wir wollen ja nicht. Och nee, ach, Zorn, immer lässt du dich vergiften. Furchtbar mit dir. Egal, jetzt kämpfst du bis zum bitteren Schluss. Kämpfe. Vergiftung ist der größte Feind von Zaun momentan. So. Nur Finsam. Oh, ich habe die ganzen Namen vergessen von den Weiterentwicklungen. Ich fand es immer sehr geil bei der Serie. Die letzte Weiterentwicklung, boah, ich weiß nicht mehr wie die heißt. Mankey entwickelt sich! Da, da, da. Glückwunsch, dein Zorn wurde zu Rasaf. Zorn versucht, Raserei zu erlernen. Hier auf einmal die Musik aussetzt. Aber Zorn kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Raserei vergessen werden? Schauen wir doch mal, was Raserei hat. Erhöht Angriff des Anwenders bei jedem gegnerischen Treffer. Der Gegner wird mit scharfen Klauen zerkratzt. Ja, verlieren wir dagegen mal Kratzer, oder? Immer noch keine Musik. Rasagon. So, aber trotzdem. Ah, Aeroass. Das ist eine sehr starke Flugattacke. Guck weg. Hihihi. Vorbei geschlichen mit dem fetten Typen. Ne, der brauchen wir nicht lang. Na komm, jetzt stirb endlich. Ich will nicht mehr, dass ich da die ganze Zeit dieses komische Töte habe. Du hast keine Chance gegen meine Kälber-Pokémon. Stimmt, Kälber-Pokémon sind auch immer sehr, sehr stark. Das haben wir gelernt. Ja, auf jeden Fall. Eine Herausforderung von Kälbersammler Roland. Raupi wird von Kälbersammler Roland in den Kampf geschickt. Raupi, Level 20, oh Gott. Ach komm, jetzt lassen wir. Ich bin jetzt mehr Raserei mit dem Spaß, auch wenn es jetzt nicht sehr stark ist. Aber Zorn wird sowieso gleich sterben. Entweder jetzt oder nächste Runde. Ja, jetzt. Gut, dann leider nicht vorbei. Schillock müssen wir sowieso noch ein bisschen trainieren. Ist ja mit Level 27 hinkt etwas hinterher. Als Starter-Pokémon eigentlich sehr schwach. Mal sind die Starter-Pokémon immer die stärksten. Also in den Leveln hier gesehen zumindest. Nee, ich will es gar nicht wechseln. Oh, nee. Es passt schon so. Da. Ach,
Ja. Blutdruck. Ich habe das Pokémon zwar nie wirklich benutzt im Kämpfen, aber ich fand Blutdruck schon immer irgendwie lustig. Also immer sehr geil. Und hat sich weiterentwickelt zum Mottos, oder? Mottos? Mottos? Ja, die Motte. Na komm, schlag dich selbst, Stilock. Schlag dich selbst. Oh. Das habe ich nie verstanden. Das könnt ihr mir gerne sagen. Was bringt mir Gesichter? Jesus, ja. Er erkennt mich. Kann er mich dann eher angreifen? Oder trifft er dann mehr? Mehr Vorteile? Keine Ahnung. Jawohl, genau. Verbringe dich selbst. Blutzug ist weg. Okay, ich denke mal, es reicht da eigentlich schon, oder? Wir haben ja zum... So, da schlägt man uns vorbei. Haha, wir sind sowieso mega stark. Ja, dann sind wir auch schon da, wo wir hin wollten. Also bei der Höhle. Ich sag dann ciao, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss und ciao.